So sieht die Sierra Nevada nach einem Schneeeinbruch aus. Die Luftfeuchtigkeit steigt an und die Temperatur sinkt in der Nacht stark herab. Die Folge? Skilifte vereisen und können nicht genutzt werden. Die Firma Stetusa versucht nun zusammen mit der Universität Granada eine Lösung für dieses Phänomen zu finden. Die Station verbucht in dieser Zeit enorme Verluste. Lo que sí es un gasto enorme en materiales. Somos la estación de España que más repuestos utiliza, provocado por la incidencia del hielo en los remontes. Genera una cantidad de horas de trabajo y un desgaste grandísimo para la estación y para los medios mecánicos. Si no conseguimos que los remontes se abran, pues en definitiva perdemos todo, perdemos deportistas, pierde la estación y pierde todo el mundo. Pues a nosotros nos retrasa lo que es un poco el disfrute de nuestro día. Si cierra un remonte, toda la gente acude a otro remonte. Die Forscher der Universität Granada entwickeln in einem multidisziplinären Team unter der Leitung von Luis Fermín Capitán verschiedene Hypothesen und arbeiten dabei auch mit dem Unternehmen Doppelmayr zusammen. Dieses ist weltweiter Marktführer in Seilbahntechnik. Estudiar recubrimiento de tipo hidrófugo. Poner a punto un conjunto de sensores que nos puedan informar acerca de la aparición de ese hielo. Unos líquidos tipo glicoles o anticongelantes con los que se puedan rociar los medios mecánicos para evitar la formación de hielo. Die Lösung für ein Problem, unter dem auch andere Skistationen in der Nähe des Pazifischen Ozeans und in Neuseeland leiden. Die Forschung wird ein Jahr andauern.